Ist dein Sofa auch schmutzig, entweder weil du irgendwelche Wasserflecken auf dem Sofa hast oder auch richtigen Dreck? Dann zeige ich dir in diesem Video, was du machen kannst, um das Sofa wieder richtig schön sauber zu bekommen. Das Ganze funktioniert besonders gut, wenn du ein Sofa aus Mikrofaser oder allgemein aus Stoff hast. Und was wir für Reinigung dieser Flecken benutzen, ist etwas, was du auf jeden Fall im Haushalt haben wirst. Denn wir benutzen für die Reinigung des Sofas hier herkömmlichen Glasreiniger. Glasreiniger hat aufgrund seiner Inhaltsstoffe tatsächlich eine unglaublich gute Reinigungswirkung auf einem Sofa. Auch wenn es erstmal irgendwie seltsam klingt, solltest du es wirklich ausprobieren. Ich zeige dir jetzt hier im Video, wie genau du vorgehen solltest, damit es auch funktioniert. Im ersten Schritt sprühst du den Fleck auf deinem Sofa mit dem Glasreiniger ein. Jetzt sollte das Ganze erst einmal ein wenig einwirken. Lass es also für ungefähr 5 bis 10 Minuten erst einmal in Ruhe, damit alles schön einwirken kann. Wenn die Einwirkzeit dann rum ist, dann nimmst du dir noch ein Tuch, welches du ein wenig feucht gemacht hast, und wischst jetzt einige Male vorsichtig über den jeweiligen Fleck. Dabei ist es egal, ob es sich um richtige Verschmutzung handelt oder einfach nur ein Wasserfleck. Reibe einige Male drüber und dann hast du den Fleck soweit auch schon entfernt. Doch jetzt ist das Sofa natürlich ein wenig nass, deshalb solltest du noch einen weiteren Schritt unternehmen, bevor du fertig bist. Schnapp dir ein trockenes Handtuch und drücke dieses einige Male auf den Fleck. Wechsel immer wieder die Position und dreh das Handtuch zwischendurch auch mal um. So kann das Handtuch jetzt einiges von der Feuchtigkeit, die wir auf dem Sofa haben, aufnehmen. Danach muss alles nur noch trocken und schon ist deine Couch wieder richtig schön sauber. Probiere diesen Trick doch auch bei dir unbedingt einmal aus, wenn du eine verschmutzte Couch hast. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du einen Zahnstocher an dein Messer kleben solltest? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.